In Kürze erscheint die Launch-Version von eFootball 2022, für die Konami auch zukünftig auf starke Partnerschaften setzt. Eine davon ist mit dem italienischen Club AC Mailand, die man jetzt verkündet hat. Die Partnerschaft wird ab dem 1. Juli 2022 offiziell in Kraft treten und umfasst eine Vielzahl an Rechten. Darunter fällt das San Siro, das Stadion des AC Mailand, die Mannschaft samt 3D-Gesichtsscans, ebenso vollumfänglich lizenzierte Heim-, Auswärts-, Ausweich- und Torwarttrikots. Ab Sommer 2022 werden diese Inhalte dann in eFootball 2022 implementiert. Als Teil der Partnerschaft wird Konami zudem der erste offiziell Training-Wir-Partner in der Geschichte des AC Mailand, die Trainingskits tragen somit künftig das eFootball-Logo auf der Brust. Die Veröffentlichung erfolgt zusammen mit weiteren Details der Partnerschaft in den nächsten Monaten. Naki Morita, europäischer Präsident von Konami Digital Entertainment BV, kommentierte: Konami freut sich sehr über die erneute Zusammenarbeit mit dem AC Mailand. Es ist eine unglaubliche Möglichkeit, Hauptpartner eines der größten Fußballclubs in Europa zu werden und unsere Marke auf den Trainingstrikots zu präsentieren. Wir freuen uns darauf, mit dem Club zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine innovative Partnerschaft aufzubauen. Kasper Steiswig, AC Milan Chief Revenue Officer, ergänzt: Wir freuen uns sehr, Konami als einen unserer Hauptpartner und als unseren allerersten Trainingskit-Partner für die Herrenmannschaft wieder in der Familie des AC Mailand begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr über das Potenzial, das diese Partnerschaft uns sowohl als Club als auch als Marke bietet, um gemeinsam neue Wege zu gehen. eFootball 2022 startet am 14. April in der Version 1.0.0.